Toll, dass Sie wieder mit dabei sind, heute Abend 22.16 Uhr in diesem Programm. Nun also doch, wenn der Spiegel recht hat, sind nicht nur Millionen von Bürgern durch den amerikanischen Geheimdienst NSA ausspioniert worden, sondern auch die Kanzlerin. Diese hat, hoffentlich über eine sichere Leitung, gestern schwer verärgert mit dem US-Präsidenten telefoniert. Dabei war die Abhöraffäre für die Bundesregierung eigentlich schon zu den Akten gelegt. Nun steht Angela Merkel selbst im Zentrum des Skandals und sie kann nicht länger mit halben Sätzen zu Wort melden. Sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen jetzt endgültig in der Eiszeit angekommen? Hat sich die deutsche Regierung beschwichtigen lassen oder gar doch mehr gewusst? Herrschen die Geheimdienste über Politik und die Bürger? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Thomas Oppermann, der SPD-Politiker und Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, sagt, wenn Frau Merkel tatsächlich abgehört wurde, ist das eine flagrante Verletzung deutscher Interessen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die amtierende Bundesjustizministerin, ist empört. Der neue Verdacht sprengt alle Dimensionen. Die NSA-Affäre ist nicht beendet. Anke Domscheit-Berg, die Netzaktivistin, sagt, mir ist schleierhaft, wie unsere Regierung den USA glauben konnte. Wenn 80 Millionen Bürger überwacht werden, dann ist Frau Merkel keine Ausnahme. Andrew B. Dennison, der amerikanische Politikberater, findet es für die USA etwas peinlich, wenn jetzt rauskommt, dass Merkel abgehört wurde. Aber ihn wundert auch, dass man es nicht geschafft hat, das Handy der Kanzlerin abhörsicher zu machen. Elmar Thewissen, der stellvertretende ZDF-Chefredakteur und Geheimdienstexperte, ist überzeugt. Die Bundesregierung war zu gutgläubig. Es geht längst nicht mehr um Terrorabwehr. Es tobt ein geheimer Kampf um die Daten. Und Clemens Binninger, der Innenexperte der Union, sagt, Freunde abzuhören und auszuschnüffeln ist nicht akzeptabel. Weder im privaten Bereich noch zwischen befreundeten Staaten. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und damit nochmal herzlich willkommen in der Runde. Über Nacht, liebe Zuschauer, ist diese Spionageaffäre wieder das politische Thema geworden. Und täglich grüßt die NSA. Angela Merkel überwacht von amerikanischen Geheimdiensten. Nun wacht die Bundesregierung offenbar auf. Die Amerikaner sind und bleiben unsere besten Freunde, aber so geht es gar nicht. Wer einander vertraut, der hört sich nicht ab. Und wer es dennoch tut, der belastet die Freundschaft. Es zeigt, der NSA-Skandal ist keineswegs abgeschlossen. Es ist natürlich auch eine Frechheit unserer Bundesregierung gewesen, so lange völlig entspannt zu sein, so lange zu tun, als wenn nichts wäre, als es nur die Bürger des Landes betroffen hat und jetzt, wo sie selbst betroffen sind, große Aufregung zu machen. Der Regierungssprecher berichtet von einem Telefonat, das Merkel gestern mit dem amerikanischen Präsidenten geführt hat. Die Bundeskanzlerin machte deutlich, dass sie solche Praktiken, wenn sich die Hinweise bewahrheiten sollten, unmissverständlich missbilligt und als völlig inakzeptabel ansieht. Die Handykanzlerin. Kaum jemand simst so viel wie sie. Und offenbar liest immer jemand mit. Noch im Sommer vertraute sie dem großen amerikanischen Freund grenzenlos. Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Clemens Binninger, Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission. Sie sitzen als Innenexperte der CDU in diesem Gremium. Mir ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde, sagte die Bundeskanzlerin. Hatte sie zu viel Vertrauen gegenüber den großen amerikanischen Freunden? Ich glaube, sie hatte das Vertrauen, das man haben muss zwischen Partnern, weil man sonst nicht zusammenarbeiten kann. Und dieses Vertrauen ist jetzt durch die neuesten Erkenntnisse schwer beschädigt. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Wir hatten alle bei den Fragen, die nicht zu klären waren, die nicht von hier zu klären waren, hatten wir Vertrauen in das, was uns die NSA, was uns die amerikanische Regierung gesagt hat. Und dieses Vertrauen wurde enttäuscht, beschädigt. Und wir stehen jetzt wieder am Beginn einer Aufklärung. Mhm. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie haben rechtzeitig genug darauf aufmerksam gemacht, wie groß diese Affäre eigentlich ist und was sie alles in Frage stellt. Haben Sie Ihr Handy schon ausgetauscht? Nein, ich habe mein Handy nicht ausgetauscht. Ich glaube auch nicht, dass der Ansatz ist, dass ich jetzt anfangen muss, mich besonders zu schützen.
Natürlich sollte man auf Sicherheit, auf Verschlüsselung achten. Aber zuallererst ist doch die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass wir nicht eine Situation haben und noch stärker bekommen werden, dass man davon ausgehen muss, man wird überall überwacht, es wird aufgezeichnet, es werden Daten abgegriffen. Deshalb habe ich technisch jetzt nicht umgestellt, aber ich nutze das, was eben in der Bundesregierung auch zur Verfügung gestellt wird. Noch. Sind Sie besorgt, wenn Sie telefonieren? Viviane Reding hat gerade im Interview mit Klaus Kleber gesagt, sie überlegt sich mittlerweile, was sie am Telefon erzählt. Ja, natürlich hat man jetzt eine ganz andere innere Einstellung beim Telefonieren. Ich habe Gesprächspartner, die haben schon vor 20 Jahren gesagt, am Telefon nennen sie nie einen Namen, aber das ist jetzt anders gegenwärtig, auf alle Fälle. Das ist ja das, was auch so, ich sag mal, ein schleichendes Gift ist. Dass so unterschwellig das Gefühl vorhanden ist, da ist das nicht das Vertraute, was es sonst ist, wenn ich mit einer Person, die ich nicht sehe, aber mit der ich eben telefoniere, Dinge austausche, Informationen austausche, die eben keinen anderen angehen. Und deshalb, glaube ich, hat das eine Dimension, bei Frau Merkel, aber auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die ist was anderes, als wenn mal in einem Fall ein Gerät gestohlen wird und darauf wird vielleicht mal eine Information gefunden. Thomas Oppermann, noch parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Haben Sie Mitleid mit der abgehörten Kanzlerin oder sagen Sie so ein bisschen selber schuld? Sie hätte viel härter und viel kräftiger schon im Sommer gegen diese Aktion opponieren sollen. Ich fand es jedenfalls ziemlich naiv, dass die Kanzlerin, aber auch der Innenminister und der Kanzleramtsminister den Amerikanern, den amerikanischen Geheimdiensten einfach geglaubt haben, als die behauptet haben, es gibt keine massenhafte Ausspähung in Deutschland. Es gab eine Reihe von Hinweisen, denen ist nicht entschieden genug nachgegangen worden. Das hätte viel energischer aufgeklärt werden müssen. Und die deutlichen Worte, die hätten viel früher gesagt werden müssen. Natürlich liegt es nicht in unserer Macht, aufzuklären, was in den USA passiert. Aber wir hätten viel mehr Druck machen müssen. Und jetzt ist die Kanzlerin selber Opfer von Überwachung und Abhörmaßnahmen. Da ist der Schock natürlich groß. Aber ich sage, Geheimdienste, die die Regierungschefs abhören können und es auch tun, die hören auch die Bürgerinnen und Bürger ab. Und deshalb ist die ganze Glaubwürdigkeit der Amerikaner dahin. Ich glaube jedenfalls nicht, wenn Sie sagen, es gibt keine Ausspähung der Bürgerinnen und Bürger. Das können wir Ihnen, nachdem jetzt bekannt worden ist, dass die Kanzlerin abgehört wird, nicht mehr abnehmen. Andrew B. Dennison ist bei uns, amerikanischer Politikberater hier in Deutschland. Herr Dennison, der Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat den amerikanischen Botschafter heute einbestellt. Ist die Zeit für diplomatische Höflichkeiten vorbei? Ich hoffe nie, dass die Zeit für diplomatische Höflichkeiten vorbei ist. Auch zwischen dieser, meine ich, wichtigste Partnerschaft auf diesem Planet. Ja, aber ich denke, wir müssen auch erkennen, dass Amerika wahrscheinlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Hauptstädte und die Regierungen in Europa abgehört hat, soweit es überhaupt möglich war. Was neu ist, ist, dass 1 Million Leute für die NSA arbeiten und ihre Mitarbeiter und dass jemand mit einem USB-Stick so viele Dokumenten rausbringen kann und die Welt veröffentlichen kann. Und ich muss sagen, es gibt nur eins, was peinlicher ist für mich als Amerikaner, dass wir unsere besten Freunde so unhöflich abhören und das ist, dass es rausgekommen ist. So haben wir Sie auch schon zitiert. Anke Domscheit-Berg muss auch über diesen Satz schmunzeln. Sind Sie, Frau Domscheit-Berg, erstaunt darüber, dass die Bundeskanzlerin erst jetzt so heftig reagiert? Oder sagen Sie, sie konnte tatsächlich erst jetzt die Dimension dieser Affäre verstehen? Wenn sie es tatsächlich erst jetzt verstehen könnte, müsste ich sehr stark an ihrem IQ zweifeln und dann wäre sie an dieser Stelle an der falschen Stelle. Ich habe wirklich keine Erklärung dafür, wie man einer Regierung, die sich in der Vergangenheit als notorische Lügenregierung dargestellt hat, wie man dieses Vertrauen entgegenbringen kann. Ich finde es auch nach wie vor völlig unverständlich, wie unsere Kanzlerin davon spricht, dass man sich unter Freunden nicht abhört und es deshalb ganz empörend finde, dass die USA das selbstverständlich tut. Das überrascht uns überhaupt nicht. Die Piraten haben das schon immer so gesagt. Dass sie aber gleichzeitig
in den letzten Regierungen, an denen sie beteiligt war, 25 neue Überwachungsgesetze in Deutschland gemacht hat und 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger offensichtlich für Feinde erklärt. Denn da gibt es auch kein Vertrauen uns gegenüber. Mhm. Elmar Thewissen, Geheimdienstexperte für das ZDF. Die Kanzlerin hat mit Barack Obama telefoniert. Glauben Sie, dass die Zeit dieses Kuschelkurses, von dem man im Sommer noch sprechen konnte, jetzt endgültig vorbei ist? Also beste Freunde gilt nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass ziemlich beste Freunde, das gilt auch nicht mehr. Die Kanzlerin hat sehr klar gesagt, das Vertrauen muss jetzt wieder gewonnen werden. Das heißt, es ist erstmal weg oder sehr beschädigt. Ich glaube, anders als Frau Domscheit-Berg, dass in den Jahren vor dem Enthüllen dieser Affäre man schon auf Amerika großen Verlass haben konnte. Also, dass man nicht belogen und betrogen worden ist von den USA, zumindest in den letzten Jahren des Obama, der Obama-Regierung. Und das ist eben das Neue, dass eine Regierung Obama dabei bleibt, dass dieses alles nicht stattgefunden habe, nachdem man im Juni diese Enthüllungen hatte. Und dass eine Bundesregierung sich einfach damit zufrieden gibt, vielleicht unter dem Eindruck der letzten Jahre und fast Jahrzehnte auch. Aber dann über den Sommer gibt es immer und immer wieder Anhaltspunkte dafür, dass die führenden Vertreter amerikanischer Behörden offen lügen. Und zwar in Fernsehkameras, vor der eigenen Bevölkerung und auch den eigenen Kongress anlügen. Da gibt es eindeutige Belege. Und das wäre mindestens mal der Anlass ja gewesen, nachzufragen, sag mal, Barack Obama, stimmt das wirklich, was wir von dir erfahren haben? Oder weißt du selber nicht, was deine Behörden da tun? Mhm. Noch im Sommer hat der Kanzleramtsminister Ronald Pofalla, die Bundesjustizministerin hatte es schon angesprochen, sich mit folgendem Satz zu Wort gemeldet. Den müssen wir uns noch mal anhören. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Clemens Binninger, voll daneben? Nein, dem lag ja zwei Dinge zugrunde. Dass es darum ging, hat der BND 450 Millionen Daten an die NSA geliefert. Waren die aus Deutschland? Das haben wir untersucht im Gremium. Kollege Oppermann war ja dabei. Und dann kam dort ja raus, es sind Daten aus Krisenregionen von der Fernmeldeaufklärung gefiltert um die Daten deutscher Bürger. Insofern war an der Stelle der Vorwurf ausgeräumt. Was offen blieb, war, was macht die NSA nach ihrem Recht, vielleicht außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, auch wenn deutsche Bürger betroffen sind? Und da haben sie, wir müssen da auch redlich bleiben miteinander, keine andere Chance, als darauf zu setzen, dass sie eine ehrliche Antwort bekommen. Und darauf muss man sich zunächst verlassen. Und jetzt stellt sich heraus, diese Antwort war nicht ehrlich. Aber sie hat dazu geführt, dass Ronald Pofalla zu dieser Bewertung kam. Heute sagt er zu Recht, er glaubt jetzt eigentlich keine Antwort mehr und stellt alle nochmal auf den Prüfstand. Mhm. Weil es offenkundig ist, dass wir nicht richtig informiert wurden. Wir müssen noch mal ganz kurz über die Sitzung des heutigen Parlamentarischen Kontrollgremiums reden. Herr Oppermann, Sie stehen ihm vor, Herr Binninger sitzt Ihnen quasi zur Seite. Ist denn da darüber gesprochen worden, dass und wie man die Bundeskanzlerin eigentlich vor Abhöraktionen sichert, die Bundeskanzlerin dieses Landes vor Abhöraktionen sichert und dass das nicht besonders gut funktioniert hat? Ja, die Bundeskanzlerin hat natürlich auch Möglichkeiten, so zu kommunizieren, dass es abhörsicher ist. Davon macht sie sicherlich auch Gebrauch bei bestimmten Telefonaten, bei anderen macht sie das nicht. Und das war dann die Möglichkeit, sie abzuhören. Ich halte es für ganz überwiegend wahrscheinlich, dass sie abgehört worden ist. Die Indizien sind ziemlich eindeutig. Und wir haben ja von den Amerikanern auch kein richtiges Dementi bekommen. Es wurde gesagt, sie wird aktuell nicht abgehört und wird auch in Zukunft nicht abgehört werden. Aber für die Vergangenheit konnten und wollten sie das nicht ausschließen. Das ist natürlich, sagen wir mal, ein unglaublicher Vorgang, dass so ein lückenhaftes Dementi kommt. Ich meine, was wir jetzt erwarten müssen, ist natürlich, dass die Amerikaner klipp und klar sagen, was da passiert ist. Das ist die Basis jeder zukünftigen Gestaltung dieser deutsch-amerikanischen Freundschaft. Die kann es natürlich nur geben, wenn wir wissen, was ist das für eine Faktenbasis, was ist da wirklich passiert. Und das will ich natürlich nicht nur für die Bundeskanzlerin wissen, das will ich auch wissen, wenn es darum geht, welche Bürger werden von den Amerikanern in diesem Lande ausgespäht. Mhm. Nochmal die Frage. Elmar Thewissen.
Ist damit nicht aber offenbar geworden, dass auch durch die deutschen Dienste die Bundeskanzlerin offensichtlich nicht ausreichend geschützt wird? Naja, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja den Auftrag der Spionageabwehr. Man könnte das eindeutig unter Spionage einordnen und könnte daraus formulieren, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz in diesem Fall offenbar nicht die Wirkung gezeigt hat, die man von ihm erwartet. Das ist die große Frage, ob man es überhaupt versucht hat. Denn zu der Geschichte gehört dazu, über mehrere Bundesregierungen hinweg, nach dem 11. September 2001, hat es quasi Genehmigungen für nachrichtendienstliche Aktivitäten auf deutschem Boden gegeben, für amerikanische Experten, Intelligence Analysts, wie das heißt. Das stand in Verbalnoten des Auswärtigen Amtes drin. Die waren in amerikanischen Militäreinrichtungen in Deutschland tätig und sind es noch. Möglicherweise auch in diplomatischen Einrichtungen. Es steht ja in Rede, ob vielleicht die US-Botschaft in Berlin eine Rolle gespielt hat, jetzt bei diesem neuesten Fall. Das wird morgen die Süddeutsche Zeitung veröffentlichen als Vermutung. Genau, und das muss man, glaube ich, aufklären, inwieweit möglicherweise diese Experten, diese Analytiker beteiligt waren an solchen Aktionen und inwieweit tatsächlich die Genehmigungen, die man erteilt hat, in Verbalnoten dazu beigetragen haben. Dann müsste man diese Praxis sehr überdenken. Das Bundesamt für Verfassungsschutz betreibt gar keine Spionageabwehr gegenüber Frankreich, Großbritannien oder USA. Die handeln nach dem Grundsatz, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist nicht nötig. Die sind völlig arglos, weil man davon ausgeht, das sind befreundete Länder. Wir sind Wertegemeinschaften, wir sind in der NATO verbündet, wir verfolgen die gleichen grundsätzlichen politischen Ziele. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz geht davon aus, dass wir von solchen Ländern nicht ausgespäht werden und betreibt deshalb gar keine Vorkehrungen. Auch damit ist es ab gestern vorbei. Wir werden uns jetzt tatsächlich Gedanken machen müssen, wie wir uns auch gegenüber Freunden schützen. Fragen wir noch mal nach der... Aber Herr Oppermann, die Frage ist natürlich schon, die Beamten werden ja nicht auf eigene Faust tätig, sondern nach politischen Vorgaben. Und wenn es solche Genehmigungen gab für nachrichtendienstliche Tätigkeiten auf deutschem Boden, vorgegeben von der deutschen Politik, dann ist das für ein Bundesamt für Verfassungsschutz natürlich die Grundlage dafür, dass sie wegschauen. Aber diese Genehmigung, Herr Thewissen, so habe ich das jedenfalls immer verstanden, das waren Aktivitäten, Analyse, wurde gemacht, wissenschaftliche Analyse oder es waren auch zum Teil ganz normale Gewerbeerlaubnisse für normale Firmen, keine Geheimdienstfirmen. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, die Firma, die für die NSA beispielsweise gearbeitet hat. Ja, die machen aber auch, normale Sachen. Haben die explizit solche nachrichtendienstlichen Tätigkeiten unterstützen? Wir werden die Liste dieser Firmen natürlich genau überprüfen müssen. Darunter sind welche, die gehen ganz normalen gewerblichen Aktivitäten nach. Und wenn darunter Geheimdienstfirmen sind, dann allerdings muss die Erlaubnis zurückgezogen werden. Die Bundesanwaltschaft prüft jetzt, Frau Domscheit-Berg. Die Welt hat veröffentlicht, dass aus den Unterlagen eben von Edward Snowden auch die Handynummer der Bundeskanzlerin zu entnehmen waren. Hat also wieder Edward Snowden für die Aufklärung gesorgt, die wir von anderer Stelle nicht bekommen haben? Ja, ganz offensichtlich. Also ihm verdanken wir ja, dass wir uns zum ersten Mal seit sehr langer Zeit ernsthaft mit diesem schwierigen Thema befassen, das tatsächlich die Wurzeln unserer Demokratie gefährdet. Und wir müssen hier aufpassen, dass wir an dieser Wegscheide in Richtung totalitärer Staat nicht vielleicht sogar schon abgebogen sind und wieder rechtzeitig umkehren. Und wenn Kanzlerin Merkel zwar viel zu spät, aber wenigstens jetzt klare Position beziehen möchte gegenüber den Vereinigten Staaten, dann wäre ein starkes Signal, jetzt Edward Snowden Asyl zu gewähren, denn ihm haben wir all diese Erkenntnisse zu verdanken. Da ist die nächste Frage im Raum. Herr Binninger, ganz präzise, wäre es also nicht viel schlauer gewesen, Edward Snowden nicht zu verweigern, dass er nach Deutschland kommen könne, so wie es geschehen ist? Also wir hatten ja genau diese Debatte vor 8 Wochen, glaube ich, hier auch schon mal. Und da habe ich gesagt, wenn es ihm ja auch darum gegangen wäre, hätte er ja auch direkt in ein Land gehen können und die Erkenntnis offenbaren. Er hat den Weg gewählt über China, Russland und alle 3 Wochen hören wir etwas. Das macht es uns sehr schwer. Jetzt hat die Bundesanwaltschaft, ausgeliefert worden, offensichtlich, jetzt hat die Bundesanwaltschaft einen Prüfvorgang. Wenn sie einen Anfangsverdacht bejaht,
wird es ihr zustehen, zu sagen, sie vernimmt Edward Snowden als Zeugen. Und genau das hatte die SPD vorgeschlagen. Auch wir haben uns schon mal gesehen zu diesem Thema, Herr Oppermann. Sigmar Gabriel hatte vorgeschlagen, Zeugenschutzprogramm, Vernehmung von Edward Snowden. Hat die deutsche Bundesregierung Fehler gemacht im Umgang mit diesem Mitarbeiter von Booz Hamilton? Also ich glaube, dass jedenfalls seit gestern der Zeuge Edward Snowden ein offenkundig wertvoller Zeuge geworden ist und ein Zeuge mit hoher Glaubwürdigkeit. Denn und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass die Bundesrepublik Deutschland jemanden, der einen schweren Spionageakt gegen die Bundeskanzlerin aufgedeckt hat, dass der dann in das Land ausgewiesen wird, das diese Spionage betrieben hat. Ich glaube also, dass Edward Snowden in Deutschland heute sicherer wäre als vor zwei oder drei Monaten. Frau Lauthäuser, gleiche Frage an Sie. Hat die noch amtierende deutsche Bundesregierung, nee, sie ist ja gestern verabschiedet worden, Fehler gemacht im Umgang mit Edward Snowden? Also sie hat ja in einem konkreten Verfahren, das ja bei uns bisher gar nicht eingeleitet war, auch noch nicht eine abschließende Entscheidung Herrn Snowden betreffend getroffen. Wir haben auch nicht, was die Amerikaner gerne gehabt hätten, schon ohne dass Herr Snowden in Deutschland ist, schon mal gleich gesagt, also sobald er auch nur eine Zehe nach Deutschland setzt, dann wird er aber in jedem Fall sofort ausgeliefert und wir entscheiden das schon, bevor er überhaupt hier ist. Das haben wir auch nicht in vorauseilendem Gehorsam gemacht. Das liegt in meiner Kompetenz. Ich habe mich strikt geweigert, eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Ja. Und von daher glaube ich, dass wirklich Herr Snowden unter mehreren Aspekten gesehen werden muss. Zweifellos Aufklärung befördert, auf Sachverhalte hingewiesen, die in dieser Dimension sonst nicht so bekannt gewesen wären und die zu ganz anderen, ja noch grundlegenden Fragen und dann auch, sag ich mal, Antworten führen müssen. Zum Beispiel auch, wie gehen wir mit bestehenden Abkommen um? SWIFT jetzt. Die Kommission muss beantragen, dass das SWIFT-Abkommen ausgesetzt wird, also ein Abkommen über Daten, Finanzüberweisungsdaten, die hochspannend sind, natürlich auch im Hinblick auf Spionagetätigkeit. Zu den Schlussfolgerungen kommen wir noch, Frau Lauthäuser. Ich wollte jetzt nur wissen, hätten Sie etwas anders tun können? Also ich bin bisher in einer Entscheidung gar nicht gefordert gewesen, aber ich habe eine Entscheidung im vorauseilender Wachsamkeit nicht getroffen. Nämlich gleich zu sagen, wenn er nur einen Fuß hierher setzt, dann ist er schon ausgeliefert. Okay. Frau Domscheit-Berg, Sie sind in der Netzszene aktiv. Rechnen Sie denn damit, dass Edward Snowden noch ein paar Asse im Ärmel hat, mit denen wir dann gleichermaßen im 3 Wochen oder 2 Wochen Abstand konfrontiert werden? Ich bin ganz sicher, dass das so sein wird. Das war auch angekündigt worden über die Kontakte, die er ja in den Partnermedien hat, dass dort noch etliche unglückliche Informationen leider auf uns warten. Und bis jetzt sind alle diese Ankündigungen eingetreten. Und ich glaube nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange sein wird. Umso wichtiger ist, dass diese Debatte eben nicht für beendet erklärt wird. Weder vor dem Wahlkampf, noch im Wahlkampf, noch danach. Umso wichtiger ist es, dass Sie zum Beispiel, Herr Oppermann, das auch in die Koalitionsverhandlungen reintragen und neben der internationalen Perspektive auch die nationale Perspektive betrachten. Man kann ja nicht so schizophren sein und draußen andere Werte propagieren, als man es im eigenen Lande möchte und dass Sie zum Beispiel auf jeden Fall dafür sorgen, dass eine Vorratsdatenspeicherung nicht Teil des Koalitionsvertrages wird, sondern eben ihr Gegenteil, dass wir das verhindern, dass wir auch nicht im eigenen Land alle als Generalverdächtige gelten. Gut, jetzt sind wir gleich wieder bei den Schlussfolgerungen. Diese Replik und Frage lasse ich aber natürlich zu. Was ist mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung, Herr Oppermann? Und wie sehr werden Sie sich mit Ronald Pofalla, mit dem Sie jetzt fröhlich zusammen in der Koalitionsgruppe Justiz und Inneres sitzen, da auseinandersetzen? Oder sagt er Ihnen auch solche Sätze, wie er im Sommer gesagt hat? Wir reden ja im Augenblick noch nicht über die Innenpolitik. Inhalte. Das werde ich in der nächsten Woche mit der Arbeitsgruppe zusammen mit Herrn Friedrich verhandeln. Da wird es auch um die Vorratsdatenspeicherung gehen. Und da haben wir vor der Wahl ganz klar gesagt, mit uns wird es keine schrankenlose Überwachung geben. Und Verbindungsdaten werden überhaupt nur genutzt, um schwere, um ganz schwere Verbrechen aufzuklären. Und nur, wenn ein Richter vorher eine entsprechende Anordnung beschlossen hat. Also wir werden ganz enge rechtsstaatliche Voraussetzungen an die Nutzung der Verbindungsdaten stellen. Und da bin ich ganz sicher, das werden wir auch
in den Koalitionsvereinbarungen durchsetzen. Und damit wollen wir dann auch die Debatte in Europa beeinflussen. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja inzwischen gerichtlich angegriffen. Ja. Und ich glaube, dass wir mit dem, was wir vorschlagen, die rechtsstaatlichen Standards, was Datenschutz angeht und die Nutzung von Daten für die Aufklärung von Verbrechen, erheblich verbessern werden. Kleine Replik. Elmar Thewissen, ist die Spitze des Eisberges in Sachen Abhörskandal jetzt erreicht oder rechnen Sie damit, dass wir noch von neuen Dingen erfahren, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können? Also angesichts der Dokumente, die Edward Snowden angeblich hat und einige journalistische Kollegen haben, wenn das in dieser Geschwindigkeit weitergeht, dauert es noch 26 Jahre, so hat mal jemand errechnet, bis dann alles auf dem Tisch liegt. Mhm. Deswegen sehe ich auch Edward Snowden da etwas kritischer. Ich glaube, zu einem Enthüller gehört dann dazu, spätestens jetzt, wo kritische Masse erreicht ist, dass auch Amerika mal hinhört, alles offen zu legen, alles auf den Tisch zu legen. Das dient auch einem ganz besonderen Grund, denn in den vergangenen Wochen sind durch unterschiedliche Medien, teilweise auch durch uns, immer Teilaspekte bekannt geworden. Da war teilweise auch ein Spin dabei, der sich im Nachhinein als Falschmeldung herausgestellt hat. Beispiel? Ja, es gibt das Beispiel über die 500 Millionen Daten hier in Deutschland. Da war der Eindruck erweckt worden, es ginge um die Daten von deutschen Staatsbürgern. Das war definitiv nicht so. Das, glaube ich, kann man aus den Recherchen mittlerweile sagen. Und durch spätere Dokumente, die dann veröffentlicht wurden, wurde eigentlich sehr klar, dass Deutschland nicht als Nummer 1 Ziel auf der amerikanischen Ausspähliste ist, sondern im Mittelfeld, auf Platz 3. Da gibt es also Dokumente, die sich widersprechen. Es wäre ganz schön gewesen, wenn die gleichzeitig analysiert werden, sodass man dann auch wirklich zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen kann, statt dass man mit diesen Dokumenten dann, ich sag's mal so salopp, Schlagzeilen produzieren kann und möglicherweise auch das sehr salopp, manche Sau durchs Dorf getrieben wird, die der Aufklärung eher schadet, als dass sie ihr nicht. Okay, Andrew Dennison ist dran, ganz kleine Sekunde. Herr Dennison, Barack Obama hat im Sommer gesagt, wenn ich etwas von der Bundeskanzlerin will, dann rufe ich sie an. Das war ein sehr sympathischer Satz und damit hat er die Deutschen irgendwie auch im Sommer hervorragend umarmt und die Bundeskanzlerin sicherlich auch. Können Sie die Frage beantworten, ob dieses verlorene Vertrauen der Bundeskanzlerin respektive von 35 anderen großen europäischen Politikern nun durch neuerliche Besuche von Herrn Obama wieder wettgemacht wird? Oder was glauben Sie, wie kann das repariert werden? Als Obama das gesagt hat, ja, ich rufe Angela Merkel an, wenn ich was wissen will, hat er im Absatz davor gesagt, ich habe Dienste, um nicht öffentliche Quellen hinterherzugehen. Okay. Denn ich möchte wissen, was die Europäer bei den nächsten Verhandlungsgesprächen auf dem Tisch legen. Mhm. Das hat er damals gesagt. Jetzt, es ist traurig, es ist traurig für mich als deutscher Amerikaner, dass Barack Obama vor 5 Jahren hier 200.000 jubelnde Berliner genossen hat. Ja, seit langem haben so viele Berliner nicht mehr für Amerika demonstriert. 5 Jahre danach wird Amerika verpönt, weil es sich nicht mehr regieren kann. Und Obama macht einen Lauschangriff gegen jetzt die ganze Welt. Mhm. Und ich möchte das lösen, weil Deutschland und Amerika sind für mich wirklich Motor von alles, was an Gutes ist in dieser Welt. Mhm. Aber ich frage mich, wie? Denn wenn wir Obama verlangen, uns die ganzen Informationen und Protokollen zu geben, wie in Deutschland abgehört wird, wie an den Internetkabeln abgehört wird, all das, er wird das nicht machen können. Er kann das nicht rausgeben. Und wenn wir wirklich darauf beziehen, dann denke ich nur, wir vergessen, was für andere vitale Interessen Deutschland und Amerika einen. Zum Beispiel Hans Peter Friedrich sagte im letzten Jahr 50 Milliarden Euro durch Wirtschaftsspionage verloren. Aber wenn wir diesen Kampf mit Amerika über Abhöraffäre machen und sagen, wir sollen keinen neuen Handelsvertrag mit Amerika abschließen, wer verliert dann? Deutschland. Das langsam wachsende europäische Wirtschaft verliert, wenn wir diesen Handelsvertrag haben. Wir sind schon wieder bei den Schlusszeugen. Besser verschließen. Denn es gibt nur eins, was schlimmer ist, als die Kanzlerin abgehört wird. Dass meine Regierung, dass ich mit meinen Steuergeldern bezahle hier in Deutschland,
das nicht verhindern kann, habe ich ja vorher schon gesagt. Und dass es Ihnen peinlich ist. Und trotzdem noch mal die ganz sachliche Frage, Herr Dennison. Ja. Ist vorstellbar, dass Barack Obama das gar nicht wusste, was in Brüssel, was in Paris, was in Rom, was in Berlin abgehört wird? Ist vorstellbar, dass er gar nicht weiß? Oder nicht wissen wollte. Glaubwürdige, wie sagt man, plausible deniability. Mhm. Ja, er will nicht wissen, solche Schmutzsachen. Denn mitgehangen, mitgefangen bei Spionage, da will man nur den endgültigen Analyse und nicht die schmutzige Wege Finished wissen. Finished Intelligence heißt es, glaube ich. Aber er hätte wissen sollen, man kann keine Geheimnisse halten in dieser NSA. Das hätte er wissen sollen. Da hat er vielleicht nicht gut. Befürchten Sie, Herr Oppermann ist gleich dran, befürchten Sie, das war die Frage von Emma Thewissen, dass wir von den Diensten, von den amerikanischen Sicherheitsdiensten, und davon gibt es ja nicht nur eine, sondern 23 insgesamt, dass wir von denen weiter belogen werden, wenn die Deutschen fleißig ihre Fragenkataloge nach Washington schicken? Hat jetzt hier Lügen aufgestellt, dass der Kleiber gesagt hat, wir machen das nicht. Aber wenn man solche Fragen stellt und der Senator, der diese Frage gestellt hat, wusste, ich bringe der Kleiber zu Lügen, denn wie beim Parlamentarischen Kontrollausschuss, so der Aufklärungsausschuss im Senat, der wusste, der Senator Wyden, dass Kleiber abhört, flächendeckend. Und er könnte das nicht zugeben, bis Snowden uns Informationen gegeben hat. Aber ich stimme auch zu, dass Snowden das ja vor jedem europäischen Gipfeltreffen plötzlich Frankreich und Deutschland zusammenbringen, weil die beide gemeinsame Feind haben. Amerika ist ja Gipfeltreffen in dieser Woche. Warum kommt das immer so raus? Weil es politisch motiviert ist. Und dann habe ich Probleme mit Glaubwürdigkeit von Edward Snowden, genau wie Sie. Na gut, aber Edward Snowden, von dem zu fordern, dass er nun alles auf den Tisch legen soll, das halte ich für legitim. Aber die Frage ist doch, warum verhalten sich die Amerikaner so? Warum überlassen sie Snowden die komplette Deutungshoheit über die schweren Missstände bei der völlig aus dem Ruder gelaufenen Auslandsüberwachung des NSA? Ich meine, was wir da erleben, ist doch ein Geheimdienst, der jenseits der politischen, demokratischen Kontrolle operiert. Ich glaube nicht, dass Obama... Denn die parlamentarische Kontrolle in den USA ist besser ausgestattet. Aber Sie müssen diese unglaublich riesigen Geheimdienste sehen. Da arbeiten ja Hunderttausende letztlich. Wenn man die privaten Firmen, die denen zuarbeiten, mitrechnet, da ist so etwas wie ein... Es sind 846.000 Menschen. Das ist eine Armee. Da ist so etwas wie ein Nachrichtendienst, dienstlich-industrieller Komplex entstanden, der ein Eigenleben führt und politisch nicht mehr kontrollierbar und steuerbar ist. Sie sammeln die Frage noch mal und sagen, warum überlassen Sie Edward Snowden diese Deutungshoheit? Das ist eine gute Frage. Warum überlassen die Amerikaner ausgerechnet Edward Snowden die Deutungshoheit? Ist eine gute Frage, aber denkt man, wird man jetzt alles ausgeben, was die NSA macht, in der Angst, dass Edward Snowden diese Informationen hat? Nein, man ist gefangen. Man ist ein Gefangener von Edward Snowden. Sicher hat man ein paar Notizen vorbereitet, wie reagiert man, wenn das Nächste rauskommt. Man muss alles leugnen, was man leugnen kann. Man muss sagen, es tut uns leid, es ist furchtbar, das dass es rausgekommen falsch. Ist. Das ist vollkommen falsch. Mit so einer Verteidigungslinie wird man nie Erfolg haben können. Weil dann kommt eben 26 Jahre lang jede Woche etwas dazu. Und das Vertrauen ist für immer weg. Ja, sondern es heißt doch gar nicht, man muss alles, was NSA an Informationen hat, alles und jedes an die Öffentlichkeit geben. Aber einmal deutlich zu machen, dass da Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Dass das, was mal selbstverständlich war, unter Freunden, unter Verbündeten, und wir beide brauchen uns Deutschland, Amerika, vice versa, wird nicht spioniert, wird nicht überwacht. Ja, das wiederherzustellen. Dürfen wir speichern? Ja, das muss man doch jetzt mal von Seiten der Politik wollen und sagen, jawohl, das stoppen wir. Aber das muss in Amerika gemacht werden. Amerika wird nicht aufhören, alle Daten zu speichern, die es bekommen kann. Und Deutschland speichert auch zuerst alle Daten und nachher wird sortiert, was dürfen wir anschauen, außer die 20%. Also ich will nicht da in Streiten reingehen, aber es ist einfacher, alle Daten zu speichern. Das ist rechtlich gar nicht zulässig. Okay. Und ein anderer wichtiger Punkt. Für Amerikaner ist es rechtswidrig, wenn Amerikaner so verfolgt werden. Obwohl es natürlich auch eine Grauzone ist. Für Amerikaner ist es aber nicht rechtswidrig, wenn China, Russland, Italien, Frankreich und auch unsere beste deutsche Freunde spioniert werden. Da wollen Sie keinen Unterschied machen? Ja, wir müssen einen Unterschied machen. Wir müssen viel vorsichtiger sein, wenn wir Deutschland wirklich abhören. Herr Dennis, also jetzt nein, mal ich kann mal nicht sagen, mein Land wird Deutschland nie mehr abhören. Naja gut, das aber was Sie da eben, aber Herr Dennis, das ist doch ein bisschen zynisch. Was ist das für eine Haltung, wenn die Amerikaner Rechte in Anspruch nehmen, die sie
den anderen Ländern nicht zubilligen wollen. Das ist doch ein Rückfall in den Unilateralismus. Ich meine, Obama wollte den überwinden. Und jetzt schimpfen die Amerikaner darüber, über die Cyber-Ausspähungen durch die Chinesen, aber finden überhaupt nichts dabei, die deutsche Bundeskanzlerin auszuspähen. Das passt doch nicht zusammen. Ihr seid ganz schnell nochmal. Sekunde. Liebe Zuschauer, ganz kurz nochmal. Auch eines dieser Edward Snowden-Dokumente, von dem wir im Sommer mit großem Schrecken zur Kenntnis nahmen, nochmal zusammengefasst, warum Deutschland eigentlich so interessant ist. Unter Freunden können wir etwas formloser sein, sagt der amerikanische Präsident erst kürzlich zu Gast in Berlin. Unter Freunden. Amerika hat uns im Auge, sieht Deutschland offenbar als Ziel seiner Spionage. Die britische Zeitung The Guardian veröffentlichte eine geheime NSA-Weltkarte. Sie zeigt, auf welche Länder es der Geheimdienst besonders abgesehen hat. Grün ist uninteressant, rot hat höchste Priorität. Auffällig, kein europäisches Land wird so intensiv ausspioniert wie Deutschland. Die Bundesrepublik auf einer Stufe mit China, Irak und Saudi-Arabien. Elmar Thewissen, ganz klare, ganz einfache Frage. Kann man das erklären? Warum sind wir für die Amerikaner so spannend? Ganz einfach, weil Deutschland das wichtigste Land in Europa ist. Jedenfalls aus der Sicht der Amerikaner wird das so wahrgenommen. Weil Frau Merkel die wichtigste Anführerin in Europa ist, Politik in Europa prägt. Ihr Wort hat Gewicht, auch für andere weltpolitische Dinge. Wir haben sehr intensive Beziehungen auch zu China und Russland. Das ist für die USA interessant und oft genug stellt sich Deutschland auch gegen die Interessen Amerikas. Beispielsweise, wenn es um internationale Militäreinsätze geht, bei denen man sich nicht beteiligt oder gegen die man öffentlich etwas hat, auch bei internationalen Konferenzen. Und deswegen ist Deutschland mindestens genauso interessant wie Brasilien. Und die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff ist ebenfalls abgehört worden. Und offenbar, der Guardian hat das heute Abend berichtet, 35 World Leaders, also Weltanführer von verschiedenen Staaten, sind ebenfalls abgehört worden. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es geht nicht um Terrorabwehr. Es geht in allererster Linie um das Sammeln von möglichst vielen Daten, weil man aus diesen Daten Erkenntnisse gewinnen kann, nach denen man dann sein politisches, wirtschaftliches, auch militärisches Handeln ausrichten kann. Das heißt, Wissen ist Macht und in den Konflikten, durch die man Amerika steuern muss, auch seine Verbündete mitsteuern will, muss man wissen, nicht nur was der Gegner, sondern auch was die Freunde tun oder die Kritiker tun manchmal. Und das ist der Grund, warum so unendlich viele Daten gesammelt werden. Wichtige Frage an die CDU, Herr Binninger. EU-Kommissionspräsident Barroso hat heute das Wort von einem neuen Totalitarismus in den Mund genommen. Würden Sie dem eigentlich beipflichten oder sagen Sie, da prescht Brüssel vor und überrollt uns und mit einer solchen Definition kann man da nicht arbeiten? Herr Thewissen hat ja gerade etwas beschrieben, was einem ja schon Sorge machen kann, nämlich, dass der Zweck die Mittel offensichtlich heiligt, was mit unserem Rechtsstaatempfinden nichts zu tun hat. Die Bürgerinnen und Bürger bei uns verlassen sich darauf, dass es nach klaren rechtlichen Grundlagen gearbeitet wird, dass der Richter im Einzelfall das Sagen hat. Und hier wird Wirtschaftsinteresse, was auch immer, genutzt, um alles zu tun. Das kann niemand wollen. Das hat nichts mehr mit unserem Rechtsstaatverständnis zu tun. Egal, wie Sie es am Ende beschreiben, welches Wort Sie dafür finden. Und es ist auch nicht akzeptabel. Und ich akzeptiere auch nicht, dass man gesagt immer wieder darauf hinweist, ja, seit 9/11 sind wir in einer anderen Situation. In der Tat, wir hatten ein gemeinsames Interesse. Das haben wir immer noch, den Terrorismus zu bekämpfen. Aber davon hat man sich ja schon lange entfernt. Man hat sich schon lange davon entfernt. Man hat ein Abkommen nach dem anderen gemacht. Das haben wir mitgetragen, weil es immer darum ging, Terror zu bekämpfen. Passagierdaten, SWIFT etc. Aber wenn wir heute feststellen müssen, es geht gar nicht so sehr darum, es geht häufig um andere Dinge, dann müssen wir Stopp sagen. Die rote Linie ist überschritten. Vielleicht als erster Schritt, wenn Heiko ich darf. Ich, ja? Weil als erster Schritt vielleicht könnte... Als erstes Schritt. Könnte die BND sagen, wir werden demnächst... Die BND könnte demnächst sagen, wir werden im Ausland keine ausländischen Gesetze mehr verletzen. Das wäre ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir dazu bereit sind, das jetzt zu fordern. Sie wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, ob die anderen. Natürlich, wenn Europa es schaffen kann, ich meine, es ist schwer genug in der Großen Koalition, aber wenn Europa es schaffen kann mit neuen Datenschutzrichtlinien, wo auch die Firmen bereit sind,
mitzumachen, statt nie zu melden, wenn sie angegriffen werden, weil dann sinken die Aktien, ja? Deshalb die großen Verluste. Wenn Europa bereit ist, mit seinen Firmen eine neue Richtlinie zu haben, ja, wie wir mit diesen Daten umgehen, wie wir die schützen, natürlich kommt diese Botschaft viel effektiver und wirksamer in Washington an. Gut. Dann können wir sagen, da ist ein gutes Beispiel. Aber Sie haben, Herr Dennis, Europa ist auch nicht da. Herr Dennis, Sie haben gerade, Sekunde, Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass die Amerikaner überhaupt irgendetwas an ihrer Praxis ändern. Das war Ihr Satz vor ungefähr 2 Minuten. Die Frage an Sie, glauben Sie, dass Barack Obama das durchhält? Dass wenn wir eine solche Affäre und einen solchen Skandal bis in die Spitzen der europäischen Politik erleben, der EU-Kommission, der UNO, da sind offensichtlich ja alle Weltinstitutionen genauso befangen, dass das ginge, ohne personelle Konsequenzen zu ziehen, ohne zu sagen, der NSA-Chef Keith Alexander bleibt weiter Keith Alexander, er wird ohnehin im Januar gehen. Aber eigentlich könnte er ja nun auch zu einem formalen Schritt greifen und sagen, da ist so viel Peinlichkeit unterwegs in der Welt, wir müssen personelle Konsequenzen ziehen. Ich weiß nicht, ob die kommen werden. Eher, dass Snowden seine Sachen rausgelassen hat, ja, als dass irgendjemand veranstaltet hat, dass wir die Europäer abhören und das alles abspeichern, wenn wir die überhaupt noch abhören. Das weiß ich nicht. Also ich denke, erstmals wird er das weiter verteidigen. Denn auf keinen Fall kann er sagen, ich werde nie mehr in Europa abhören. Und dann zu sagen... Was? Wir machen immer so schwarz-weiß, worum es gar nicht in dieser Dimension geht. Und damit kommen wir überhaupt nicht zu dem... Also Masse, alles speichern. Es geht auch nicht um alles speichern. Mhm. Es geht darum, darf ich etwas gezielt machen? Auch mit Verdachtsmomenten? Darf ich das in bestimmten Verfahren machen? Oder sammle ich von allen alles? Und das ist ja die Grundphilosophie der Amerikaner. Genau. Und dann fange ich an, daraus irgendetwas zu gewinnen. Und dadurch entsteht das berechtigte Misstrauen und der Verlust des Vertrauens. Weil jeder sagt, von mir kann ja etwas dann in diesen Massen speichern sein. Ich möchte noch mal zu diesem Punkt mit dem Totalitarismus kommen. Wichtiger europäischer Politiker, Chef der EU-Kommission, spricht von einem neuen Totalitarismus. Befürchten Sie den auch? Ich befürchte den und ich sehe den auch schon. Also ich bin ja in der DDR groß geworden. Ich war 21, als die Mauer fiel. Und ich sehe jetzt, dass die gleichen Methoden benutzt werden und dass sie die gleiche Wirkung haben. Nämlich die Schere im Kopf, dass man sich am Telefon anfängt, anders auszudrücken, weil man sich bewusst wird, dass einer zuhört. Potenziell. Diese Sachen passieren heute wie damals, nur mit völlig anderen technischen Möglichkeiten. Deswegen sind sie heute so gefährlich. Und es fiel ja schon der Begriff, es wird das gemacht, was technisch möglich ist. Heute ist in einer digitalen Gesellschaft aber technisch viel mehr möglich. Und wir müssen deshalb überlegen, inwieweit unsere Rechtssysteme in einer digitalen Gesellschaft überhaupt noch funktionieren. Mhm. Inwieweit fundamentale Konzepte wie Inländerrecht und Ausländerrecht überhaupt noch in die Zeit passen. Das tun sie nämlich nicht. Wenn wir eigentlich Bürger einer Welt sind. Heiko Schulz hat sich via Facebook gemeldet mit diesem hübschen Gedanken. Er sagt, Angela Merkel hat viel Einfluss in Europa. Für die USA wird sicher wichtig sein zu wissen, was Frau Merkel weiß. Denn Wissen ist Macht. Wir sind bei der Einschätzung von Herrn Thewissen. Wenn wir am Ende alle so denken, Herr Binninger, was wäre dann aus Ihrer Sicht in Gefahr? Ja, dann ist im Prinzip die Demokratie ja auch in Gefahr, wenn wir sagen, wir wollen immer alles wissen, was der andere denkt. Also soweit kann ja niemand ernsthaft wollen. Mal davon abgesehen, Herr Dennis, um Außen- und Wirtschaftspolitik zu machen, muss ich doch meine Partner nicht abhören. Das kann man doch auch so. Wo kommen wir denn hin? Wo kommen wir denn hin? Wirklich, also bei aller deutsch-amerikanischer Freundschaft, wo kommen wir denn hin, wenn wir so tun, dass Außen- und Wirtschaftspolitik nur noch geht, wenn ich gleichzeitig meine Partner abhöre? Ja, aber viele Länder in der Welt machen es ohne. Es muss doch auch gehen. Es gibt nur eins, was schlimmer ist als abhören. Und das ist der Wirtschaftsspionage. Und dann komme ich wieder darauf zurück. Ja, der Herr Maaßen sagt, die üblichen Verdächtigen, die Russen und die Chinesen, verursachen 50 Milliarden Euro Schaden in diesem Land in jedem Jahr. Und das ist viel mehr, als die NSA schadet. Mhm. Und ich denke, dass China weiter hier spioniert. Und wenn die BND in China nicht spioniert, dann denke ich, sind meine Steuergelder nicht Herr gut Maaßen, ausgegeben. Herr Maaßen, ist der BND-Chef nur auch noch mal zur Erklärung? Verfassungsschutz. Entschuldige, auch in den wichtigen Dingen wollen wir unbedingt korrekt sein. Die Frage noch mal weitergegeben. Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn wir sagen, genau unter diesem wirtschaftlichen Aspekt ist natürlich alles interessant. Und warum sollte man das unterbinden? Das ist das moralische Dilemma bei der ganzen Geschichte. Denn Unrecht hat Herr Dennissen mit diesem Punkt nicht. Wenn Technologien heute notwendig sind, die flächendeckend überwachen können, um beispielsweise andere Staaten,
die wir nicht, sagen wir mal, zum freiheitlichen, demokratischen Raum zählen, in irgendeiner Weise zu überwachen, abzuhören, daraus Informationen zu gewinnen, die dazu dienen, Gefahren auch abzuwenden. Und da gehört nicht nur die Terrorgefahr dazu. Mhm. Also nehmen wir das Paradebeispiel, wenn auf europäischem Boden Spione unterwegs sind aus verschiedenen Staaten im Osten der Welt, Russland wurde genannt, Iran, Nordkorea, China, wer auch immer, dann wird am Ende auch Deutschland die Frage beantworten müssen, ist es uns dann vielleicht recht, dass die Amerikaner die Informationen sammeln und uns dann weitergeben und warnen, um auch europäische Firmen zu schützen, weil nur die Amerikaner die technischen Möglichkeiten und Kapazitäten haben. Heißt im Umkehrschluss, ganz so einfach ist das nicht, also einen Raum zu erklären, in dem überhaupt nicht bestimmte Dinge überwacht werden können, wäre ein Schaden auch für Deutschland. Deswegen ist es aber umso wichtiger, am Ende müssen Regeln her. Es müssen Regeln eingezogen werden, die müssen eingehalten werden. Es muss Kontrollinstanzen geben. Und hier sieht man eigentlich, es gibt momentan keine Regeln. Es gibt keine Kontrollinstanzen. Es gibt auch kein Vertrauen momentan, weil die Beteiligten, die das tun, sich selber das Recht herausnehmen, zu lügen und die Wahrheit zu verschleiern, weil sie der Meinung sind, sie tun was Gutes dabei. Okay, ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen der Legitimität von Sicherheit, die gewährleistet werden muss auf der einen Seite, und dem totalen Zugriff auf Informationen, um beispielsweise wirtschaftliche Vorteile zu erringen gegenüber Wettbewerbern. Das ist illegitim. Ich glaube, dass ein Staat das gute Recht hat, seine Bürger zu schützen. Er hat sogar die Pflicht, das zu tun. Und deshalb muss er Informationen sammeln, um schwere Terroranschläge zu vermeiden oder auch schwere Verbrechen aufzuklären. Aber wenn es darum geht, sozusagen alle Informationen und das, was sich sozusagen die anderen selbst erarbeitet haben an wirtschaftlichen Ideen und Konzepten und Erkenntnissen, das abzugreifen, indem ich sage, das hole ich mir einfach, das will ich ohne Leistung für mich vereinnahmen und selber wirtschaftliche Vorteile daraus ziehen, das ist nicht legitim. Und den Unterschied würde ich erstmal machen. Und dann stelle ich fest, das Internet, da hat Frau Domscheit-Berg völlig recht, das Internet ist international und grenzüberschreitend. Und da passen eigentlich die Regeln zwischen Inland und Ausland nicht mehr richtig, aber die Grundrechte sind national. Was wir brauchen, ist ein Völkerrecht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde deutscher Staatsbürger. Da gebe ich Ihnen ja recht. Aber der Artikel 1 Absatz 1 gilt aber nur in Deutschland. Warum darf der BND in Deutschland dann aber 500 Millionen Datensätze jeden Monat? Das darf Monat, er nicht. Das tut er auch nicht. Er übrigens, tut es. Nein, die 500 Millionen Datensätze. Es wären hier nur Afghanen. Es ist aber eine deutsche Behörde, die dem deutschen Grundgesetz unterliegt. Nein, da irren Sie. Und ich wage zu behaupten, ich möchte das gerne zu Ende führen, dass diese 500 Millionen E-Mails oder Datensätze in keinem Verhältnis stehen zu der Terrorabwehr und dass sie auch die Würde von Menschen verletzen, nämlich von denen in Afghanistan. Darüber muss man diskutieren. Diese Daten werden aber verwendet. Diese Daten, ich möchte das zu Ende führen. Sie haben mich unterbrochen. Aber führen Sie es zu Ende. Wenn Sie mich schon unterbrechen, führen Sie es bitte zu Ende. Dafür, dass ich gefragt habe, Sie geredet haben, ist in Ordnung. Ja. Stimmt, das war jetzt ein flotter Dreier. Mach's jetzt auch wirklich mal zu Ende. Diese Daten, die werden benutzt, weitergegeben an die NSA. Erstens, wir wissen gar nicht, ob Deutsche wirklich rausgefiltert sind. Die Frage wurde nämlich nicht beantwortet. Es stand zumindest in den Medien, dass sie im Parlament nicht beantwortet wurde. Und alle Menschen, die sich technisch sehr gut auskennen, sagen, es ist technisch unmöglich. Wenn man nämlich eine Endung mit DE an einer E-Mail rausfiltert und Menschen benutzen eine Google-Mail-Adresse, dann sind sie gar nicht erkennbar als Deutsche. Also diese Sicherheit können wir gar nicht haben. Aber nehmen wir mal theoretisch an, es sind alles afghanische E-Mails. Diese Daten werden benutzt von der NSA, um Menschen zu identifizieren, die möglicherweise Ziele werden für Drohnenangriffe und möglicherweise extra legal hingerichtet werden, ohne Gerichtsverfahren, ohne sich verteidigen zu können, ohne Anwalt, ohne alles. Und wir liefern dazu Beihilfe mit Daten. Das ist eine Verletzung von Artikel 1 des Grundgesetzes. Herr Binninger ist jetzt dran und dann Herr Oppermann. Unbedingt, Herr Binninger, können Sie garantieren, dass deutsche Dienste nicht derartig außer Rand und Band sind, wie Frau Domscheit-Berg gerade erklärt? Nach dem, was wir überschauen können und nach
bestem Wissen und Gewissen können wir sagen, dass deutsche Dienste so nicht arbeiten. Und das, was jetzt hier ist, irre schwierig. Diese 500 Millionen Metadaten sind keine 500 Millionen E-Mail-Adressen. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Nein, wenn Sie eine Homepage anklicken als Beispiel, auf der viele Videos oder andere entsprechende Features sind, dann lösen Sie allein mit einem Klick 100 Metadaten aus. Metadaten sind technische Signale. Deshalb muss man da sehr vorsichtig sein. Und wir haben uns mit dieser Frage, Kollege Obermann wird es bestätigen können, sehr ausführlich im Gremium beschäftigt und haben da gesagt, nein, das tangiert nicht deutsche Bürger in Deutschland, es tangiert überhaupt keine Bürger in Deutschland. Wie stellt man denn das sicher? Die Frage interessiert mich brennend. Indem im Zweifel sogar, ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber indem im Zweifel sogar mehr rausgefiltert wird, als man vielleicht mal auch dann tut mit den Änderungen oder mit anderen Dingen, mit der Vorwahl und mit all diesen Sachen. Also da haben wir keinen Anhaltspunkt dafür gefunden. Deshalb finde ich es auch nicht in Ordnung, da den Menschen Angst zu machen. Die Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert genug, wie wir letztendlich auch. Und das, was die Amerikaner machen, ist bedenklich und schlimm genug. Und wir müssen immer auch die Kraft haben, zu differenzieren und zu sagen, dort, wo wir etwas klären konnten, müssen wir auch hinstellen und sagen, es ist nach menschlichem Ermessen geklärt. Die Daten, die wir in Afghanistan sammeln, die sammelt der BND deshalb dort, um die Sicherheit der deutschen Soldaten in Afghanistan zu gewährleisten. Das ist der einzige Zweck für diese Datensammlung. Die werden mit den Amerikanern geteilt. Darüber kann man reden, ob das vernünftig oder richtig ist. Das kann man auch jederzeit diskutieren, aber das ist grundsätzlich geht es da erstmal um Sicherheit. Das sagen das andere immer, Thema, das was die Amerikaner hier in Europa machen, wenn sie hier sozusagen zugreifen auf die Kommunikation und das umfassend ausspähen, dann geht es nicht in erster Linie um Sicherheit, dann geht es um wirtschaftliche Interessen, um politische Informationen, um Geschäftsoptionen, die man sich daraus entwickeln will. Und da sage ich noch mal, das Internet ist global, aber die Grundrechte, die die Bürgerinnen und Bürger schützen, sind national. Und deshalb brauchen wir ein Internet, ein Völkerrecht des Internets. Wir können das nicht mit nationalen Gesetzen regeln. Erster Schritt ist Europa, aber dann muss das global gelten. Wir kommen gleich zu den europäischen Schlussfolgerungen. Es ist hoch und heilig versprochen. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie haben am Dienstag dieser Woche Ihre Entlassungsurkunde bekommen und sind kommissarisch tätig. Trauen Sie und vertrauen Sie Menschen wie dem Bundesinnenminister Friedrich, Menschen wie Herrn Binninger, Menschen wie Herrn Profaller nun, nachdem die Liberalen nicht mehr im Parlament sind, zu die Werte der deutschen Bürger und dieses Landes hinreichend zu verteidigen? Also, Sie alle sind ja die jetzt Verantwortung dann auch in einigen Wochen in einer Regierung übernehmen werden. Natürlich ja unserem Grundgesetz verpflichtet und dort auch den Interessen und Anliegen. Ich denke, dass der ein oder andere Akzent, Schwerpunkt vielleicht anders gesetzt wird, als Liberale sie ihn gesetzt hätten. Also die Vorratsdatenspeicherung ist da ja so ein Beispiel. Nicht nur die Nutzung spielt da eine Rolle, sondern schon auch die Speicherung. Aber ich denke, alle, die dann in einer Regierung sind, natürlich werden die auf der Grundlage unseres Grundgesetzes, ich denke, dann auch mit einem noch viel kritischeren Bewusstsein als vielleicht im Juni, Juli diesen Jahres, dann auch mit diesen Fragen umgehen. Und was ich mir wünsche, ist wirklich, und dann greife ich schon mal ein Wort von Ihnen auf, Frau Illner, dass wirklich dann mit Nachdruck diese europäischen Datenschutzregelungen und zwar noch vor der Europawahl verabschiedet werden, weil wir sonst im nächsten Jahr nichts bekommen. Und die sind so wichtig, weil wir ja nur in Europa mit einheitlichen Datenschutzstandards, dann die internationalen Firmen, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, binden, dann auch etwas erreichen können. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass die Bürger merken, nationale Politik, sprich agieren in Europa, ist nicht etwas, was wir nur auf dem Papier machen, sondern wir können was tun. Politik ist nicht hilflos, denn das ist doch etwas, so ein Eindruck, der mal entsteht nach dem Motto, wir haben da Entwicklungen totalitärer Art, vielleicht, und ich teile das, dass da solche Elemente drin enthalten sind. Und die Politik kann nichts tun. Können wir, aber dann müssen wir auf Europa jetzt schnell handeln. Die Politik dieser Regierung, Sekunde nochmal. Die Politik der amtierenden Bundesregierung hat sehr, sehr klare Aussagen gemacht zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Elmar Thewissen, müsste der Kanzleramtsminister Ronald Profaller eigentlich nicht zurücktreten? Wenn man beweisen kann, was jetzt in Rede steht, dann wird diese Frage gestellt werden. Ich würde aber gerne noch mal plastisch machen, wo hier das Entscheidende ist.
Ich glaube, diese Daten, diese vielen Millionen Daten, die kann man wirklich erklären. Am Ende kommt man zum Schluss, es war nicht nur meiner Meinung nach legal, sondern auch legitim, diese Daten zu erheben. Ob man sie weitergeben muss, ist eine andere Frage. Aber um es mal ganz plastisch zu machen, wenn man so viele Daten sammelt, dann ist das möglich, was am 31. Mai 2006 in Frankfurt passiert ist. Das heißt, vor der Börse bei einem Besuch des amerikanischen oder des Weltbankchefs Paul Wolfowitz damals stand ein Fahrzeug ohne Fahrzeughalter, der war unterwegs, offenbar in der Innenstadt. Die Polizei wollte den Halter ermitteln, damit das Fahrzeug weggeräumt wird, hat nur Adresse und Telefonnummer ausfindig machen können, hat ihn nicht erreicht. Die amerikanischen Geheimdienstleute, die vor Ort waren, waren innerhalb von Minuten in der Lage zu sagen, der ist gerade auf der Zeil, auf der Einkaufsstraße unterwegs und hat in dem und dem Geschäft eingekauft und das gekauft für den und den Preis. Mhm. Wenn das möglich ist, dann ist die Grenze zur Legalität und Legitimität überschritten. Und darüber muss eigentlich in der Politik in Europa, aber auch mit dem Freund Amerika, Einigkeit hergestellt. Zwei Fragen an Herrn Oppermann. Herr Oppermann. Muss der Kanzleramtsminister Ronald Pofalla nicht eigentlich zurücktreten? Ja, die Regierung wird doch jetzt sowieso neu gebildet. Das lohnt sich gar nicht. Sie würden das auch gegebenenfalls nicht fordern, weil Sie auch Mitglied dieser neuen Regierung sind? Naja, ich finde ja, ich habe ja im Sommer starke Kritik geäußert, immer wieder, und Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der amerikanischen Geheimdienste. Und wenn jetzt Herr Pofalla mit etwas Verzögerung auch zu den gleichen Erkenntnissen kommt wie ich, finde ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das klingt auch nach viel Zusammenarbeit in der Großen Koalition. Ja gut, ich meine, das muss noch geklärt werden. Ich meine, wir wollen tatsächlich einen besseren Datenschutz. Wir wollen den auf europäischer Ebene, wir wollen den in Deutschland und wir wollen dafür auch international kämpfen. Und das muss natürlich erst noch verhandelt werden. Und wenn Sie meinen, dass wir da keinen Streit kriegen, dann kommt der Streit vielleicht in dem Moment, wo wir das sehr präzise machen wollen. Nicht nur per Prüfauftrag, wie mit FDP verhandelt haben. Wir wissen, dass die Bundesanwaltschaft jetzt ermittelt. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, Emma Tewesen? Barack Obama kann man ja nicht zum Interview bitten. Wie wird jetzt dieses Ermittlungsverfahren laufen, wenn es denn überhaupt Substanz? Also erstmal nennt sich das Beobachtungsvorgang, der angelegt worden ist. Das kann aber die Justizministerin bestimmt viel besser erklären als ich. Sie können nur die Informationen entgegennehmen. Sie haben kein Recht, amerikanische Stellen zunächst einmal vorzuladen, sondern müssen erstmal die Informationen nehmen, die vor allen Dingen von der Bundesregierung und den deutschen Behörden zur Verfügung stehen. Aber Sie wenden sich natürlich an alle möglichen Institutionen hier in Deutschland und können dann Fragen nach, umfassende Fragenkataloge, und können davon ausgehend dann natürlich auch außerhalb des deutschen Raumes gehen. Und dann natürlich müssen Sie entscheiden, wird es mehr als ein Beobachtungsvorgang? Ja. Und schreiben dann einen Brief an die USA und dann kann man sehen, ob die USA darauf reagieren. In irgendeiner Form. Und damit sind wir wieder in den USA, Edward Snowden, und schauen noch mal auf das deutsch-europäische und das deutsch-amerikanische Verhältnis. Wie glauben Sie, kann und wird Europa jetzt reagieren? Und was davon ist für Amerika akzeptabel? Es gibt irgendwie einmal die Woche große europäische Gipfel. Sollte man nicht auch einen Sicherheitsgipfel veranstalten zwischen Europa und den USA? Über das Ausspionieren im Internet? Ja, zum Beispiel wäre das interessant. Wir haben alle großes Interesse daran. Ich denke, dass die Frage, ob wirtschaftlich oder politisch diese Daten missbraucht werden, noch nicht so klar gestellt ist. Und von all diesen Snowden-Geheimnissen haben wir keine Gerichtsverfahren, keine handfeste Beweise, keine Wanzen, die gefunden sind, keine Anzapfanlagen. Wanzen wurden gefunden. Im Büro des Terrorbeauftragten der Europäischen Union beispielsweise. Ja. Brüssel. Okay, wenn das eine NSA-Wanze war, dann... Das ist schwer nachzuweisen. Ja, Wanzen sind von allen natürlich dahin platziert. Aber gut, dann ist es natürlich eine Nummer peinlicher. Ob wir Sicherheitsstandards bekommen und wir uns in Europa und Amerika darüber einigen können. Ich denke, das hängt auch viel von den großen Firmen ab, die in Amerika von einer globalen Cloud Computing abhängig sind, wie Amazon oder Facebook oder diese anderen. Und wenn deren Aktien fallen und wenn die anfangen, Druck auf den amerikanischen Regierung auszuüben und sagen, unsere Sicherheit ist jetzt erstmal nicht so wichtig, wir wollen Geschäfte machen, dann kann man vielleicht eine neue Geschäftsgrundlage erarbeiten. Auf der anderen Seite, ob die Amerikaner wirklich bereit sind,
Aber sie machen, so diese Firmen wollen das. Sie haben die Anträge gestellt bei dem Gericht in Amerika. Und das amerikanische Justizministerium hat in seiner Stellungnahme gesagt, bloß nicht diesem Antrag auf mehr Transparenz von Facebook stattgeben. Also da müssen wir Überzeugungsarbeit, nicht wir, sondern da muss generell mal gesehen werden. Aber da könnte man schon ein bisschen in eine andere Richtung steuern von Seiten der Regierung. Ehrlich, also wir haben ja immer noch den Patriot Act unterliegen. Und deshalb die Transparenz. Bush-Regierung, muss man noch mal erklären, unter der Bush-Regierung nach 9/11 alle Daten ausliefern müssen, wenn eine Anfrage von der amerikanischen Regierung kommt. Und damit stellt sich in der Tat die Frage, ob irgendein Konsument auf dem globalen Weltmarkt irgendeinem Software- oder Hardware-Produkt mit Herkunftsland USA überhaupt noch vertrauen kann. Und dann wird es nämlich in Dollar gemessen und dann tut es irgendwann weh. Aber die Economist hat gerade gesagt, Banken werden weiterhin den Cloud benutzen, mit unser Geld daraus gehen, obwohl diese NSA-Gefahr da ist. Und deshalb denke ich, die Märkte werden uns sagen, wie gefährlich das wirklich ist. Am Ende wird die Wirtschaft dann doch entscheiden und nicht die Politik, Elmar Thewissen. Ist das die bittere Wahrheit? Das ist in Amerika jetzt schon so. Google, Yahoo und die anderen haben Klagen angestrengt und üben massiven Druck aus, dass diese Praxis, diese Verpflichtung geändert wird, weil man natürlich in der Pflicht sich sieht, auch gegenüber den eigenen Verbrauchern. Die Doppelmoral dabei ist vielleicht, selbst wenn man es der NSA verbietet, dass die großen Unternehmen es dann trotzdem selber tun, weil sie die Daten für ihre kommerziellen Zwecke nutzen wollen. Und weil sie sie haben. Ich würde auf einen Sprengsatz, innereuropäischen Sprengsatz, doch noch hinweisen wollen. Wir wissen noch nicht genau, wie das Kanzlerinnen-Handy abgehört wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies über einen Provider passiert ist, der mitten in Europa sitzt, Teil der Europäischen Union ist, sprich Großbritannien. Auch das wird sehr intensiv zu untersuchen sein, dass möglicherweise hier wieder das Klassische aus den letzten Jahren passiert ist, dass Großbritannien den USA geholfen hat, um genau dieses zu tun. Und das musste man auch noch mal erklären, dass es eben mit dieser Praxis der Big Five Eye, also der großen englischsprachigen Länder in der Welt, eine Verabredung gibt, sich untereinander eben in einer Form beizustehen, die anderen Ländern der Welt schadet. Ja, es gibt diese Vereinbarung seit März 2002, wo man sich vereinbart hat, man darf keine eigenen Bürger abhören. Die Amerikaner haben es am Ende dann doch getan. Man darf die eigenen nicht abhören. Also, liebe Freunde, dann hört ihr doch unsere ab, wir hören eure ab und wir tauschen die Daten untereinander aus. Da hört man dieses aus, nicht, was man dieses sich an ist bei einem Treffen in Neuseeland 2002 beschlossen worden. Das ist auch bestätigt. Und leider muss man die Sorge haben, dass der ein oder andere europäische Staat sich nach demselben Prinzip am Ende auch an diesen Vereinbarungen beteiligt. Gut, genau das ist jetzt nochmal die Frage an die Politik, Frau Leuthäuser. Wenn wir, und das tun wir seit Beginn dieser Sendung, auf eine neue Datenschutzregelung, auf neue Gesetze, auf die sich Europa verständigen müssen, regeln, was machen wir dann erstens mit den lustigen Briten? Und zweitens, wie wollen wir es kontrollieren? Also zunächst mal versuchen wir natürlich, die Briten dabei zu haben. Schön. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Das merkt man, wenn man auf den Räten sitzt. Aber das ist nun mal Europäische Union. Da muss man das probieren. Und das muss einhergehen mit technischen Kontrollen. Alles andere, glaube ich, nur zu sagen, dann geht das schon so. Dann hat das alles keine Wirkung. Aber ich setze schon sehr auf diesen europäischen Ansatz und auch auf einen internationalen. Da gibt es ja auch schon Vorschläge. Das geht noch mal darüber hinaus. Und ich glaube, dass dann am Ende auch nicht ein, zwei oder englischsprachige Staaten per se sagen können, wir sind nicht mit dabei. Und ich hoffe, dass die Amerikaner sich öffnen bei dem europäisch-amerikanischen Datenschutzübereinkommen, das jetzt schon seit Jahren verhandelt wird. Und jetzt da mal Goodwill zu zeigen, nicht abzuhören, wie wir verhandeln, sondern zu sagen, jawohl, wir kommen zum Ergebnis, das wäre ein Zeichen, dass Amerika aufwacht. Ja, es ist wichtig. Ja. Es ist ein Geben und Nehmen. Aber ich würde nur sagen, dieser internationale Ansatz finde ich sehr wichtig. Aber natürlich müssen wir dann Russland und China da reinbeziehen. Und ich denke, wenn wir die Fähigkeit haben, durchzusetzen, dass internationale Richtlinien auch in diese Länder greifen, dann haben wir eine Geschäftsgrundlage für Zusammenarbeit mit Amerika. Aber in eine globale Internet, wo alle überall unterwegs sind, solange es Bösewichten gibt, muss man, und Deutschland macht das auch, an den Grenzen, wenn die Paketen vorbeigehen, dann zapft man die ab und hört mal, was los ist. Aber jetzt nicht alle auf einmal dazu packen. Wollen, dann wird es sowieso nicht funktionieren. Wir müssen jetzt einen Schritt nach dem anderen machen. Das mit China ist von Ihnen ein cleverer Vorschlag. Sie wissen genau, dass das nicht gleich geht. Ja? Dass das nicht geht. Und mit Russland sicherlich genauso schwer. Eine letzte Frage an Herrn Oppermann, gegebenenfalls Mitglied dieser neuen Bundesregierung. Was erhoffen Sie sich eigentlich von der Bundeskanzlerin nun in dieser Sache? Glauben Sie, dass sie anders als im Sommer agieren wird? Und unterstellen Sie, dass sie gegebenenfalls im Sommer auch schon mehr wusste, als sie uns
erzählt hat? Auch das sind Spekulationen. Ich erhoffe mir, dass sie aus der Geschichte was gelernt hat. Sie ist ja jetzt Betroffene, sie ist Opfer. Und im Sommer haben wir nur darüber diskutiert, dass die Bürgerinnen und Bürger die Opfer sind. Die paar 80 Millionen. Und ich finde, dass es der Politik gut ansteht, sich jetzt mal auch um die den Schutz der Privatsphäre von ganz normalen Bürgern zu kümmern. Natürlich kann ein demokratischer Staat es nicht hinnehmen, dass wir von einem befreundeten Land überwacht und abgehört werden. Das geht gar nicht. An der Stelle müssen wir... Aber dass unsere Bürger abgehört werden, das finde ich ist noch schlimmer. So, und an der Stelle sind wir dann offensichtlich irgendwie auch alle ein bisschen Bundeskanzlerin, weil so richtig wollen wir uns mit einer solchen Idee auch nicht anfreunden und finden umso besser, dass wir heute Abend mit Ihnen darüber diskutieren konnten. Vielen herzlichen Dank in die Runde. Elmar Thewissen wird für Sie, liebe Zuschauer, die nächsten 30 Minuten noch im Netz zur Verfügung stehen und all Ihre Fragen zu diesem Thema beantworten. Bei Markus Lanz sitzen jetzt Michael Spreng und Dieter Haller von. Sie merken schon, ich spreche ein bisschen schneller. Wir sind über die Uhr und sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.